Jetzt kann ich auch wieder speichern. Okay. Oh Gott, sag ich mal 3. Okay. 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 Das Problem, was ich jetzt habe, ist, hier schwebt ein Feuerzeug in der Luft. Kann ich mitnehmen. Ist, ich habe keine Ahnung, was ich als nächstes machen soll. Hier ist aber dieser Speicherraum, aber anscheinend habe ich bis jetzt noch alles gut mitgenommen, ne? Würde ich ja mal sagen. Oh Gott, okay. Ich habe keine Ahnung, wohin ich jetzt soll. Ich gehe erstmal nach oben. Ich gehe jetzt erstmal nach oben. Ich weiß schon, bevor ich es sehe, wann du stirbst. Ja, danke. Aber ich bin ja nicht gestorben. Ich bin ja nicht gestorben. Ich habe mich nur erschrocken. Der Vogelkäfig. Ist da was drin? Nee. Dreht sich nur im Winde. Okay. War der schon vorher auf? Oder ist da jetzt was drin? Dynamisches Inventar ist voll, aber was ist das denn? Eine Gabel? Ah, nee, eine Flasche, ne? Brauchen wir eine Flasche? Ich wüsste nicht wofür, ehrlich gesagt. Ach, Kratzspuren sind ja jetzt überall. Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber gut, das kam ja auch mehr oder weniger jetzt von diesem, ich sag mal, Kapitel, ne? Ja, ist wieder hier. Aber von hier komme ich ja. Oder warte mal, hier oben war, hier hinten war noch eine Tür, die geklemmt hat. Aber das war ja auch die Tür, wo ich rauskam gerade. Naja. Ja. Okay. Gehen hier auch noch Kratzspuren weiter? Nee, okay. Nee, nee, nee. Okay, dann kann das nicht hier unten sein. Dann ist dieses, ich schätze mal, die so Art Kapitel abgeschlossen. Jetzt. Kann man sagen. Oder? Die Puppe ist jetzt weg. Ich kann ja nochmal zu der Puppe da jetzt gehen. Und sie gehen hier weiter. Und gehen hier weiter. Vielleicht sollte ich denen einfach mal folgen und gehen nach oben. Und hier oben sieht die Wand sehr interessant aus, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich würde einfach. Hey, eine Pillette gereicht, Kollege. Kannst diesen Gegenstand jetzt nicht lagern? Ist er leer? Wahrscheinlich. Dann machen wir so. Okay, er will, dass ich ins Bad gehe, ja? Oder da schweben neue Pillen. Hey, was ein Zufall. So. Ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Seid ihr bereit? Ah, doch nicht? Doch keine Vermutung? Das klemmt. Da ist eine Kassette. Nee, ein Feuerzeug. Alter, was ist das für ein Riesenfeuerzeug? Aber das ist nicht so schlimm. Könnte man eigentlich mal austauschen? Gegen das. Lass mich ran. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ha! Wer hätte das erwartet? Hier hätte ich aber schon reingeblitzt, oder? Hier drin? Oh, Feuer. Tube? Nee. Fenster? Nee. Okay, was erwartet von mir das Spiel jetzt hier gerade? Ich hätte jetzt hier mitgerechnet. Also ich hätte gesch. Ah, jetzt! Ich wusste gar nicht, dass hier noch Licht geht. Cool. Jetzt geht der Spaß los. Das habe ich schon aufgemacht. Füllt sich das Wasser? Kann ich das ausmachen? Nee. Füllt sich tatsächlich. Ja, cool. Muss ich jetzt so lange warten, bis dieses Ding da voll ist? Oder kann ich jetzt hier wieder raus? Soll ich das auslassen? Nö, das sehe ich aber nicht ein. Muss ich da rein? Komme ich da rein? Ah, mit Leertaste wechsle ich das. Ah. Soll ich es zumachen und wieder aufmachen? Oder einmal blitzen? Mach mal auf. Ihr guckt nicht hin. Okay. Nee. Also die Wanne füllt sich auf jeden Fall.
sehr strange Geräusche auf jeden Fall. Okay, da kann ich auf jeden Fall nichts machen. Ich schätze, es wird gleich irgendwas mit der Wanne haben. Soll ich da rein? Aber irgendwie geht das auch nicht. Ist da irgendwas Cooles drin? Nee. Ist der Schrank zugefallen? Oder habe ich ihn aus Versehen zugemacht? Ich glaube, ich habe ihn aus Versehen zugemacht, ne? Da geht nichts. Hier oben ist ein Schrank. Ist hier noch irgendwas? Ah. Hä? Hi. Bist du jetzt da drin? Na, ich blockiere mir den Weg hier selber. Warte mal. Gamma ist ganz schön hoch auf einmal. So. Es ist trotzdem mal voll hoch. Was the hell? Spiel. Mach nicht, was du willst. Keine Ahnung. Okay, kann ich jetzt hier rein? Das klemmt. Ich habe die alte ja gehört. Willst du, dass ich das Licht auslasse? Nee. Alter, warum ist das Gamma denn jetzt so kacke? Oder ist das so gewollt? Normalerweise müsste ich es so haben. Keine Ahnung. Moin, wir haben Gilde geschlagen, Leute, die hatten ja schon mal wieder vorbei. Achso. Ja, ganz gut. Falls du noch da sein solltest. Frag mich nicht, was mit dem Gamma los ist. Soll ich es jetzt zumachen? Und wieder aufmachen? Nö. Hä? Bin wieder komplett verpeilt. Was jetzt sein soll. Also außer dass der Bildschirm echt immer komischer wird. Da war was. Ach so. Alter, warum ist der Gamma denn so kacke? Okay. Was geht ab jetzt hier? Muss er jetzt irgendwas mit, wie heißt sie, Lucy oder so zu tun haben? Schätze ich mal. Also er geht tatsächlich in die Wanne. Okay, er geht tatsächlich in die Wanne. Gut. Das ist ein... Ist das der Vater? Nee, das ist die... Das ist nur das Kind vorm Fernseher. Ja, ja, ja. But why? Ja, das ist eine gute Frage. Lucy! Ja, Lucy. Supper's ready. Come on up. Lucy? Eine Sekunde. Sprache Deutsch, Untertitel aktiviert. Warum war das auf Englisch? Der Vogelkäfig, ne? Why would she do that? She loved Vigo. I don't know. She's never done anything like it. I think we should see a professional. Unterdrücktes Weinen. Aha. Jetzt gibt's Story. Über Lucy zumindest.
have much of a choice. I know all that. But who the hell prescribes syringes for a child? Couldn't they just give us pills like everyone else? How can a child trust a parent that thrusts needles up their arms? This new doctor clearly doesn't know anything about parenting. I don't want their help anymore. She's only been worsening ever since we went to these doctors. Imaginary friends and all these weird behaviors. She doesn't even call me mom anymore. They're just trying to help. It's not their fault. Even before we sought their help, she had problems. She killed Pico for fuck's sake. Don't you remember? Okay, sie war anscheinend krank. Erinnerung. Ja, könnte, ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Also sie, auf jeden Fall war sie nicht ganz auf der normalen Wellenlänge, sag ich mal. Also sie war ein bisschen anders. Die Frage ist nur, was hat sie dazu verlasst und haben das die Spritzen oder Pillen, ich weiß nicht, am Ende schlimmer gemacht? Das ist die Frage. Ja, ich lege mich auch immer gerne in einer Blutwanne. Stickungsgeräusche. Ach, jetzt sind wir wieder im Bade. Yeah. Oh, da steht jemand. Ah, das ist immer noch so ein Flashback. Aber das war auch dieses Vieh, was sie dazu veranlasst hat. Anscheinend. Man hat dem Vieh da stehen sehen. Also hat das was mit dem Typen zu tun? Dieses Boogie-Moogie-Ding da. Hört so friedlich an. Ah, cool. Guck mal hier. Was haben wir denn da? Gefunden. Fortschrittsgegenstand. Was? Ab, bla bla bla. Ja, geil! Ende von Lucy Kapitel. Ein schauriges Ende. Und das war jetzt gerade mal das Kapitel von Lucy? Ende eines Kapitels. Auch wenn du ein Kapitel abgeschlossen hast, ist das Spiel noch lange nicht vorbei. Schau dich noch einmal im Haus um. Dort wirst du weitere wichtige Gegenstände finden, die dir Wege und Möglichkeiten öffnen. Im Fortschrittsraum kannst du deiner Fortschrift einsehen. Okay, also ich schätze mal, dass jetzt erstmal kein Hackmack mehr ist, kurzzeitig, bis ich ein Kapitel starte. Könnte mich aber auch täuschen. Aber hier sind die Lichtschalter sind wieder da. Okay, wo war nochmal der Fortschrittsraum? Würde gerne mal nachgucken. Das ist ja auch hier immer noch sehr, naja.
Okay, also Lucys Kapitel habe ich jetzt abgeschlossen. Haben wir ja auch mit angefangen. Ah, jetzt ergibt das auch Sinn. Okay, okay, okay. Ich bin echt... Gut, ich möchte gerne mal in den Fortschritt. Ich weiß, dass hier unten noch irgendwas war da. Mit diesem Schlüsselding. Da war doch auch irgendein Kapitel. Können wir mal kurz nachgucken gehen. Da. Das ist ja hier noch ein Kapitel. Wenn du diesen Gegenstand aufnimmst, beginnt ein neues Kapitel. Du kannst keine anderen Kapitel beginnen, bis du dies abgeschlossen hast. Ja, genau. Aber ich möchte ganz gerne mal in den Fortschrittsraum gucken. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hinkomme. Ich glaube, das war aber hier rüber. Okay, hier. Alle gehen anscheinend immer noch nicht, oder? Na doch, werden schon gehen. Und hier unten war auch ein Kapitel. Oder nicht? Ah, hier ist das Auto. Da war ja auch schon lange nicht mehr, du. Ne, warte mal, ich dachte, hier wäre auch ein Kapitel, aber ist anscheinend doch nicht so der Fall. Mir fehlt hier immer noch ein Schlüssel in diesem, ich sag mal, normalen Haus. Hier passiert ja nicht viel. Hier, der hier. Schlüssel mit kleinen Spiegel, den habe ich irgendwie immer noch nicht gefunden. Nach da oben, ne, muss ich. Okay. Ach ne, das ist eine Spiegelrüllung. Ich habe gerade gedacht. Wäre was anderes. So. Ach, hier ist jetzt der Kiefer, ne? Also es gibt drei Kapitel so gesehen. Eins scheint nochmal was mit Blut zu tun. Ja. Okay, das sieht irgendwie aus, als ob die da unten Barthaare gehabt hätte. Aber soweit ich weiß, war es ein Mädchen. Okay, warte mal. Ich speichere mal kurz. Ich weiß nicht, wann es jetzt gespeichert hat. Ich speichere einfach mal auf 1 wieder. Safety first. So. Okay, wir starten auf jeden Fall noch das andere Kapitel, würde ich sagen. Ja, sie ist ja quasi von einem Dämon besessen, sieht unsichtbare Freunde und so. Deswegen ja auch Tabletten und Spritzen von den Ärzten. Ja. So sieht's wahrscheinlich aus. Aber ich habe bis jetzt nur ein weiteres Kapitel ausfindig machen können. Und das ist dieses Schlüssel. Dieser Schlüssel da. Das ist jetzt der einzige Kapitel, den ich mir so noch reimen kann. Anderen habe ich jetzt nicht gefunden. Es müssten aber noch zwei Kapitel sein, laut dieses Kapitel-Fortschritt-Ding da. Nur, dass ich nur einen gesehen habe. Okay. Aber wenn ich da jetzt... Oh, vielleicht unten. Kann sein, dass unten noch ein Kapitel ist. Keine Ahnung. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, Erholungspause ist vorbei und wir starten das nächste Kapitel.